Ich grüße euch. Ich denke, dass jeder von uns eine Geschichte zu erzählen hat, die für andere interessant sein könnte. Jeder von uns hat die eigenen Schicksalsschläge hinter sich und eventuell kommen noch sehr viele auf uns zu. Kleine sowie auch große. Heute bin ich bereit, über die Dinge sprechen zu können, über die ich vor 5 Jahren nicht gesprochen hätte. Ich möchte mit dieser Serie euch eine Message mitgeben. Es gibt weder richtig noch falsch. Es ist eine Ansichtssache. Viele Dinge, die ich als normal ansah, empfanden andere Menschen aus meinem engsten Umfeld als nicht normal. Alles, was ich euch in den kommenden Episoden präsentieren werde, ist real. Ihr werdet auch originale Bilder aus meiner Vergangenheit sehen. Diese Bilder werden zum ersten Mal von mir veröffentlicht. Dinge, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin, habe ich meiner Vergangenheit zu verdanken. Die ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich bis heute gewinnen konnte, haben dazu geführt, dass ich jedes Mal mich weiterentwickeln konnte. Ich war mir nie zu schade, von Menschen zu lernen, die am Straßenrand mich nach etwas Kleingeld gefragt haben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass man von allem und jedem lernen kann. Real Talk. Um meine Geschichte besser verstehen zu können, möchte ich euch über die Anfänge meines Lebens etwas näher bringen. Mein Vater kam 1961 im heutigen Kosovo zur Welt und war von 6 Kindern, die im selben Haus gelebt haben, der Älteste. Um noch weiter auf meine Herkunft einzugehen, ist es wichtig zu erwähnen, dass mein Großvater aus Tirana kam. Wir sind also zugezogene Albaner aus dem heutigen Albanien. Es gab wohl zu einer Zeit eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einigen Familien, worauf 5 Brüder aus Tirana nach Kosovo flüchteten. Sie wollten so dem albanischen Kanongesetz von Lek Dugagjini umgehen und in Frieden leben. 2 dieser Brüder sind im Dorf Vaut stehen geblieben. Dieses Dorf liegt in der Stadt Kacanik und bauten sich ein neues Leben auf. Die 3 anderen sind wohl weitergezogen und haben sich in einer anderen kosovarischen Stadt niedergelassen. Der Vorname Ellis ist für unsere Mema-Familie sehr bedeutend, denn so hieß mein Urgroßvater, der aus Tirana in unser Dorf zog. Heute hätte er mehrere 100 Enkel und leider habe ich kein Foto von ihm. Meine Eltern haben nach alten albanischen Traditionen geheiratet. Es gab kein Kennenlernen und auch kein Treffen vor der Eheschließung. Das einzige, was beide voneinander besaßen, war ein kleines Schwarz-Weiß-Bild aus dem Fotoautomat. Es war eben eine andere Zeit. Meine Oma versteht es bis heute nicht, wie sich Menschen über Instagram und Co. kennenlernen können. Vielleicht werde ich mit 86 Jahren auch vieles nicht verstehen. Ach, ich liebe doch meine Oma Birge. Im Alter von 23 musste mein Vater zum Wehrdienst nach Serbien. Zeitgleich hatte er auch seine Ausbildung zum Schlosser beendet und brachte so regelmäßig Geld nach Hause. Irgendwann wurden die Aufstände in Jugoslawien immer größer und die verschiedenen Teilrepubliken bekriegten sich untereinander. Als der Krieg immer näher rückte und in Bosnien und Herzegowina begann, wurde es immer gefährlicher für Muslime in Zentralserbien zu arbeiten. Mein Vater lebte in einem Apartment und neben ihm lebten auch Albaner und Bosnier, die in Zentralserbien arbeiteten. Nachdem einige Bekannte von meinem Vater neben ihm im Apartment von serbischen Nationalisten getötet wurden, kündigte mein Vater seinen Job und zog wieder zurück nach Kacanik. Meine Eltern flüchteten nach Schweden mit meiner großen Schwester und Bruder. Jedoch mussten sie nach circa 1 Jahr das Land wieder verlassen, weil es offiziell keinen Krieg gab. Die Betonung lag auf offiziell. Als meine Familie wieder zurück im Kosovo ankam, war inzwischen die Situation wesentlich schlimmer geworden. Polizisten, Lehrer und Mitarbeiter in den Kommunen, die albanischer Abstammung waren, wurden systematisch entlassen. Man musste nun Sorgen haben, am helllichten Tag einkaufen zu gehen, weil immer wieder Zivilisten von Polizisten grundlos verprügelt und ausgeplündert wurden. Nun war es soweit und meine Eltern nahmen den langen Weg nach Deutschland auf. Ich war zu der Zeit noch nicht geboren und meine Eltern verließen das Land mit meiner Schwester und meinem Bruder im Arm.
Als wir eine einfache Duldung in Berlin bekamen, kam nun auch ich am 19. Februar 1996 in Lichtenberg zur Welt. Dass wir die Duldung und später auch eine Aufenthaltserlaubnis von der Ausländerbehörde bewilligt bekommen haben, war nur mit Hilfe der Kirche überhaupt denkbar. Falls Katharina und Elisabeth das sehen, möchte ich mich im Namen meiner Familie an euch für diese Hilfe bedanken. Denn ohne euch wäre ich heute nicht in Deutschland. Die Liebe ist ein großes Thema in meinem Leben. Ich kann bis heute den Begriff Liebe nicht wirklich erklären. Und wenn ihr genau darüber nachdenkt, wird euch das auch schwerfallen. Ich glaube an Schicksal und bin davon überzeugt, dass meine erste große Liebe für mich vorherbestimmt war. Denn mein zukünftiger Schwiegervater soll wohl bei meiner Beschneidungsfeier im Babyalter dabei gewesen sein, jedoch kannte er meine Eltern zu der Zeit nicht. 15 lange Jahre hatten wir nichts miteinander zu tun, bis ich mit 18 Jahren seine Tochter heiratete und in eine eigene Wohnung zog. Krass, oder? Natürlich ist dazwischen viel passiert. Durch einen Zufall gewann die Oberschule, die ich besuchte, an einem TV-Projekt mit Boris Becker. Das führte nun dazu, dass Schüler, Lehrer und Eltern die Schule renovierten. Meine Liebesgeschichte mit meiner Freundin Asima wurde tatsächlich mit reingebracht. Nun wusste ganz Deutschland, dass ich eine Freundin habe und ihr Vater mich nicht mag. Ganz toll. Es lag wohl an meinem nationalen Hintergrund, wieso der Vater mich nicht mochte. Ich bin Albaner und meine Freundin Bosnierin. Eigentlich gab es keine Probleme, aber manchmal wünscht man sich was anderes für die Tochter, die man liebt. Für mich war diese Zeit sehr schwer. Ich war mit einem wunderschönen Mädchen zusammen, jedoch durften wir uns von Freunden der Eltern oder Cousins nicht zusammen sehen lassen. Naja. In dieser Zeit habe ich in mehreren Sendungen und Serien als Darsteller mitgespielt und auch die Liebe meines Lebens geheiratet. Die Beziehung lief von 2009 bis 2019. 2019 trennte ich mich von ihr. Danach fing für mich ein neuer Abschnitt meines Lebens an. Jeder, der einmal im Leben wahrhaftig geliebt hat, wird mich verstehen, dass ich am Boden zerstört war. Wir sind alles Menschen und machen Fehler. Der eine größere, der andere kleinere. Ich habe viel gelernt und tue es jeden Tag immer mehr dazu. Jedoch habe ich wenig Verständnis für die Dinge bekommen, die ich in meiner Freizeit liebte zu tun. Somit zeigte ich im Gegenzug ebenfalls kein Verständnis und die Beziehung wurde toxisch. Mein Name ist Dardan Albano und das ist meine Geschichte. Ich grüße euch, meine Lieben. Das bin ich heute. Früher habe ich mein Bett mit meiner großen Liebe geteilt. Heute habe ich ein 2 Meter mal 2 Meter Bett für mich allein. Wenn ihr denkt, dass diese Situation immer geil wäre, sage ich euch gleich, nein.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer noch an die alten Zeiten denke und in den Vergleich komme. Kennt ihr das? Ihr pennt gerade richtig tief und fest und träumt schöne Dinge? Naja, also normale Dinge. Nicht das, was ihr denkt. Und dann? Boah, alter Falter. Jeden Morgen, wenn ich diesen Wecker höre, könnte ich diesen scheiß Wecker gegen die Wand hauen. Dieser Hass vergeht aber meistens nach kurzer Zeit. Oft nach dem Zähneputzen. Früher habe ich sogar meine Arbeit vor Arbeitsbeginn verflucht. Damals lag es daran, dass ich etwas gemacht habe, worauf ich keinen Bock hatte. Über die Jahre habe ich vieles ausprobiert und habe festgestellt, dass mir so gar nichts gefällt, was mit klassischer Arbeit zu tun hat. Aber mal so gar nicht, gar nicht. So habe ich mich über die Jahre selbstständig gemacht. Und ihr könnt mir gern glauben, mir geht's richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich bin endlich da angekommen, wo ich schon immer sein wollte. Ich habe meine eigene Versicherungsagentur in Berlin eröffnet und konnte nun mein eigener Chef sein. Ich habe keine festen Arbeitszeiten und meine Kundentermine kann ich mir so zurechtlegen, wie es mir passt. Und wenn ich mich mal im Urlaub befinde, dann lässt meine Vertretung meine Kunden nie allein. Po, zyrin e kam në Lichtenberg, a ke ku me ardhë sot pas dite? Po, ka ora 4 mund të vi. U bo vlaqka, adresën të qoj për mes Whatsappit edhe shihemi ka ora 4 në zyrin të eme. Te falenderoj shumë shifemi. Tung, tung. Auch wenn sich das alles so einfach anhört, muss ich dazu sagen, dass man in diesem Business sehr fleißig sein muss. Denn ohne Arbeit gibt es kein Geld. Jedoch sah mein Leben nicht immer so aus. Deshalb springen wir nun in meine Vergangenheit zurück. Als Kind im Alter von 8, 9 kam es das erste Mal vor, dass ich Psoriasis gutata hatte. Es war eine, oder es ist eine seltene Form von Schuppenflechte und diese Krankheit sollte mich, was ich zu dem Zeitpunkt meiner Ausbildung und meiner Hochzeit damals noch nicht wusste, mein Leben lang begleiten.
es war einfach eine richtige Dreckszeit. Also ich glaube einfach, es gab noch nie so eine Zeit in meinem Leben, was so krass mein Leben komplett umgestellt hat wie diese. Ja? Psoriasis cutata, dieses Wort, diese Krankheit, das war bis zu diesem Tag, wo ich wo mir eine Hautprobe vom, also unter der Brust wurde mir ein Stück rausgeschnitten. Es wurden alle Hautschichten rausgeschnitten, nicht viel, aber so, dass man es analysieren konnte. Und bis zu dem Tag, wo ich die Diagnose bekomme, wusste ich noch nicht mal, dass es überhaupt sowas gibt. Geht's dir jetzt besser? Wir werden es jetzt erstmal ein bisschen versuchen mit dem Meersalz, was ich dir gekauft habe. Mal gucken, vielleicht klappt es ja damit. Sima, wir versuchen nicht zum ersten Mal irgendwelche komischen Sachen. Ich weiß. Und das ist Meersalz. Letztes Mal haben wir irgendwelche Cremes von Amazon, von sonst wo probiert, das funktioniert nicht. Ja, aber dann ist es halt so. Wir versuchen jetzt einfach alles Mögliche. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann gucken wir halt was anderes. Ich habe das Gefühl, diese Haut, guck mal, die sieht immer schlimmer aus. Jeden Tag auf irgendwelche Flecken. Mhm. Jeden Tag. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir müssen jetzt halt einfach da durch. Ich hab einfach keinen Bock. Und egal welchen Job man jetzt machen würde, bei mir war es so, ich habe im Service gearbeitet und bei mir gab es eben viel Laufen. Ne? Ich musste in meinem Job damals sehr viel laufen und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid einfach zwischen den Beinen komplett entzündet. So jede Reibung, die da entsteht, führt zum Schmerz und jeder Schmerz und jede Reibung kann dazu führen, dass sie auch blutet. So, und diese Scheiße hatte ich die ganze Zeit. Ganz normale Dinge, die jeder Mensch zu Hause mit seiner Frau macht, konnte ich einfach nicht. Also mit Liebe machen war nichts mehr, ja, weil der komplette Intimbereich und mein kompletter Körper mit dieser Schuppenflechte übersät war. Aber es ging ja nicht nur um die Schuppenflechte, sondern da haben sich dann irgendwie so kleine Risse gebildet und wenn man praktisch dann die Haut so ein bisschen auseinandergezogen hat, dann war vorbei. Dann kam auch schon so eine Art weißes Blut, Flüssigkeit raus und das war einfach alles scheiße. Wenn ich die ganzen Bilder sehe, dann glaube ich das manchmal gar nicht, dass ich überhaupt in dieser Haut gelebt habe. Man muss sich vorstellen, man ist wie in einem Käfig. In diesem scheiß Käfig kommst du einfach nicht raus. Und so ist das einfach. Die Seele ist zwar frei gewesen bei mir, aber in der Haut praktisch wie in so einen Käfig reingesteckt worden. So, es war wie ein Käfig. Du kannst ja schlecht deine Haut vom Körper abziehen. Das bringt ja nichts. Weil auch wenn du dann denkst, du kannst das abkratzen oder du schneidest dir die Haut weg, es wächst ja wieder die Krankheit nach. Das ist ja die ganze Scheiße. Das ist ja das, warum diese Krankheit so ätzend ist. Und ja, so habe ich einfach mal über 2,5 Jahre mit dieser Krankheit gekämpft. Unglaublich. Ist halt dann so. Dann geht es aber erstmal eine Zeit lang nicht. Du arbeitest jetzt hier seit Jahren und siehst ja, was du hast. Und solange ich auf die Kinder aufpasse, dann geht es halt einfach nicht anders. So kommt man nicht weiter. Doch, ich hab's dir gesagt. Und so kommt man nicht weiter im Leben. Ja, natürlich nicht. Aber die erste Zeit lang... Ich weiß auch gar nicht, wie lange soll ich zu Hause bleiben? 10, 15 Jahre? Wie lange? Du übertreibst schon wieder deine Wie lange verdammt, wann soll das dauern hier? Ja, so lange bestimmt nicht. Aber auch wenn es so lange dauert, dann ist es halt so. Aber wir werden jetzt halt einfach gucken, dass wir das halt... Wir werden jetzt halt einfach gucken, dass du jetzt mal ein paar Schritte vorankommst. Weil so geht's nicht. Nee, geht doch nicht. Weil ich habe auch keine Geduld mehr, ganz ehrlich, ey. Ich muss mir hier deine Laune anhören. Und dich sogar noch motivieren dazu. Das ist echt anstrengend, auch für mich irgendwann. Ist immer das schon so gut. Ja. Lass mich in Ruhe, ist schön gesagt und einfach noch dazu warm. Das ist schon okay. Überlegst dich, sag's dir. Yo, yo,
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Ja, endlich. Endlich. Nachdem ich meine ganzen Fastenkuren gemacht hatte, über 2 Monate gefastet habe, meine komplette Ernährung umgestellt habe, wieder mit Sport angefangen habe, wieder zum Friseur gegangen bin, nachdem ich die ganzen Sachen wieder machen konnte, wie davor, umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass ich mit Asima einfach trainieren gehen konnte. Das, wie wir es früher gemacht haben, dass wir es genau so dort fortsetzen können. Ja, was für ein geiles Gefühl. Was soll ich sagen? Sie ist die einzige Person, die mein Leben versteht. Sie ist die einzige Person, die weiß, worauf der Dardan Wert legt. Und ich kenne kaum Pärchen, die in ihrer Freizeit zusammen Sport machen, auch die Freundin oder die Ehefrau, wie es bei mir war, komplett in die Hobbys mit einbeziehen, dass man die Frau überall, wo man eigentlich, sag ich mal, zum Hobby oder zu sportlichen Aktivitäten unterwegs ist, dass man die Frau mitnimmt. Und das Coole war ja auch, sie hat ja auch immer mitgemacht. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich zu schade dafür war zu sagen, ey nein, ich schwitze, oder es kann sein, dass du vielleicht meine Nase triffst, oder sie hat nie so eine Sachen gesagt, dass sie mit irgendwas unzufrieden ist. Ganz im Gegenteil. Ich hatte sogar manchmal das Gefühl, sie ist in einigen Sachen noch viel, viel weiter als ich. Es war eigentlich immer so bei uns beiden, dass wenn wir Sport gemacht haben, haben wir danach noch entweder beim Nachhausegehen sehr viel geredet oder wir haben uns einfach ans Wasser gesetzt und wir haben einfach über ganz viele Dinge gesprochen. Und das ist eben in dem Fall hier auch passiert. Hä? Wie fandest du es? Bäh. Hast du vermisst? Ja, ich hab das vermisst, ey. Ja. Komm her, mein Bebe. Du warst gut. Ja. Nach so einer langen Zeit. Du warst auch gut. Ich weiß. Ich bin immer fit. Du warst richtig gut. Mhm. Ich weiß. Ja. Mhm. Komm her. Du riechst gut. Danke. Nachdem ich trainiert habe, riech ich gut? Naja, du riechst immer gut. Also ich habe dich noch nie scheiße riechen. Na, das ist ja auch Parfümski gewesen, das was ich drauf gehört. Das habe ich dir gekauft. Ja. Ah, oh, baby. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich vermisst habe. Mhm. Das war das Training. Genau, also nach wie lange warst du jetzt? 2 Jahre. Oh. Sorry, ich dachte, das ist ein Haar. Ich habe jetzt fast den ganzen Kopf abgerissen. Ein ganzer Busch hier, ja. Aber ey, krass, ja. Mhm. Du warst einfach richtig fit. Du hast einfach geboxt wie ein Rocky Balboa, Alter. Rocky Balboa. Du hast wirklich geboxt, ja. Mhm. Du hast mir richtig auf die Fresse gehauen. Du hast mir richtig, richtig krass auf die Fresse gehauen, das hat dich gar nicht interessiert. Ja. Hattest du nicht ein bisschen Mitleid nach so einer langen kranken Zeit? Nö. Eigentlich wollte ich hier so. Oh. Ja, weil du warst echt schon nervig. Was? Du warst schon nervig, ne? Baby, ich bin so froh, dass ich dich hab, Mann. Ja. Baby. Ja. Walla. Ich höre, oh Gott. Pascha so. Pascha Süte. Dann glaube ich immer zur Hälfte. Nein, wirklich, ganz mir glaube ich, bin richtig froh. Guck mal, nach so einer langen Depri-Zeit zu Hause, 2 Jahre, Körper am Arsch, Haare, Busch. Nach so einer langen Schwanzzeit kannst du mir glauben, dass ich definitiv froh bin, dass ich aus der Zeit raus bin. Ja, das glaube ich jetzt dir. Können wir wieder alles machen, wie wir es vorher gemacht haben. Mhm. Alles. Alles nachholen. Kino? Nee, schwimmen. Schwimmen, ja, safe. Zuerst, gleich morgen. Ja, in der Turnhalle ist das ein bisschen kalt, ne? Aber guck mal, ganz ehrlich, Turnhalle, Schwimmhalle. Wie oft trifft man Menschen, die zusammen sind, die über alles reden können? Einfach die über jede Scheiße reden können. Wie oft trifft man solche Menschen? Wie oft trifft man solche Menschen? Also ich muss persönlich sagen, sie ist eine Frau, mit der ich nach so einer langen, kranken Zeit, also ich war ja wirklich körperlich und seelisch total am Ende, die hat das ganze Ding mitgemacht,
sie hat mir die gesamte Kur, wo ich im Krankenhaus war und danach auch die ganze Prozedur mit dem Fasten mitgemacht. Und sie weiß, wer ich bin, verdammte Scheiße. Sie weiß, was mir im Leben wichtig ist. Und der Sport war auf jeden Fall ein Punkt, der sehr, sehr wichtig für mich war. Die Zeit mit ihr einfach zu verbringen. Nur sie und ich. Ohne Kumpels, ohne Bruder, ohne Schwester. Wirklich nur sie und ich. Sie weiß, dass ich darauf sehr viel Wert lege. Es ist nicht immer dieser Moment, wo man sagt, ich muss mit meiner Frau jetzt irgendwie schick essen gehen, ganz viel Geld ausgeben oder ich muss mit ihr feiern gehen. Denn von Asima und von mir war niemals der Schwerpunkt in unserer Beziehung zu sagen, wir gehen zusammen feiern. Ganz im Gegenteil. Es gab Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben und das muss irgendwo 2007, 2008 gewesen sein. Das war so die Zeit, wo wir wirklich mal miteinander zu tun hatten und wo man dann auch gemerkt hat, okay, es geht langsam so in die richtige Richtung. Ja? Und ich hatte einfach, ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einer Familie, wo wir jetzt nicht sehr, sehr viel Geld gehabt haben und Luxus und sowas gab es ja gar nicht. Also ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, dass mir mein Vater jemals in meinem Leben ein Handy gekauft hat. Aber ist ja auch nicht schlimm, dafür weiß ich heute mein Handy mehr zu schätzen. So. Und es gab den Moment, wo ich einfach mit ihr Lust auf asiatische Küche hatte so und dann sind wir einfach in Friedrichshain bei unseren Lieblingsasiaten einfach essen gegangen und ich hatte leider aber nur 1 Euro bei und sie hatte dann auch nochmal 1,50 Euro oder 5 Euro, keine Ahnung, sie war auf jeden Fall von uns beiden die Person, die immer mehr Geld hatte und wir haben dann wirklich das Geld zusammengekratzt, es hat aber leider nicht für zwei China-Pfannen gereicht. Also haben wir praktisch einen Teller bestellt und haben beide aus diesem einen Teller gegessen. Und das sind Sachen, die sind 2008 passiert, aber immer noch bis heute reden wir darüber. Und wir lassen auf jeden Fall alles machen, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren machen. Lass alles machen. Kino, grillen gehen, Pfeife rauchen, ja, zusammen draußen. Wollen wir nicht mit unserer Schrottkiste da hinten parken wir das Auto und dann können wir uns eigentlich reinsetzen. Ich schwöre dir, ja, würde ich... Also, oder? Mehr Sticker? Ja. Ja. Also, glaub mir, ich würde. Glaub mir, ich würde sehr gerne mit dir so Autocamping machen, aber das Schrottauto, was wir da haben, da nimmst du dir eher das Leben, als dass es schön ist. Es wird keinen Spaß machen. Das ist einfach so ein Zelt, weißt du? Baby, komm mal, eines Tages werde ich Geld haben. Eines Tages, ich werde Geld sparen und dann werde ich mir und dir ein richtig schönes Auto holen. Ein richtiges, sexy Auto. Ich weiß auch schon ungefähr, in welche Richtung das gehen soll. Entweder weiß oder schwarz und es soll eine Limousine sein. Halt wie, unser Audi A4, dieser Schrotthaufen hier, aber... Der hat uns weitergebracht. Alles ist schöner als Bahn und Busfahren. Oh ja. Ja, vor allem im Winter. Ich fahre sogar so eine Schrottkiste, Hauptsache ich muss nicht Bus und Bahn fahren. Ich mag das nicht, aber die ganzen Leute, so, die haben alle so einen Blick drauf in der Bahn, sind alle schon genervt von ihrem Leben. Und im Auto muss ich kein Stinktier, irgendeine Fahrkontrolle oder irgendwas ertragen, weißt du? Ich chill einfach in meinem Auto. Die anderen Hässlichkeiten ertragen. Selbst wenn es regnet oder ich im Stau stehe. Egal, ich sitze in meinem Auto, so, weißt du, was ich meine? Ja, und ich laufe, oder was? Nein. Ich lass dich nicht laufen, niemals. Nein, Scherz. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Baby. Du kannst sowas nicht sagen. Du darfst nicht sagen, ich lass dich im Regen stehen. Ich lass dich niemals stehen. Das war auch ein Scherz. Allerhöchstens, wenn du mich sauer machst, schmeiß dich aus dem Auto. Du schmeißt dich aus. Dann kannst du so hier wegfliegen. Nein, 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 nein. Ja, Mann. Ich mach nicht. Du veräppelst mich hier voll, ja. Was soll denn das? Hast du mich jetzt gerade mit diesem Ding gehauen? Ja. Ich kauf dir nächstes Mal eine Peitsche, dann kannst du es richtig machen. Ist denn schwarz? Nur schwarz. Dein Gesicht sieht schon so aus wie so eine Domina. Du musst nur noch, weißt du, was fehlt? So ein ekelhaftes Öl so ranmachen und dann hinten so ein Zopf. Und dann noch so schwarze so Augen. Dazu, so schwarze Augen und dann noch so eine Batista-Stiefel. Oh Gott. Ja. Asima ist ein Mensch, sie hat direkt verstanden, wenn es mir nicht gut ging oder wenn ich irgendwelche Sorgen hatte. Sie hat das direkt in meinem Gesicht gesehen. Also ich musste in der Beziehung nicht wirklich viel reden. Sie wusste schon, was so bei mir abgeht. Und genau so war das auch, wenn ich irgendwie Hunger auf etwas hatte, Lust auf etwas hatte. Auch wenn es einfach nur so abends dieses, hey Schatz, wollen wir mal nochmal so einen Abendspaziergang machen durch die City. Sie hat das gemacht. Sie hat doch einfach Bock drauf. Also sie hat diesen Lebensstil von mir, diesen Vibe, den ich einfach habe so in meinem Leben und den ich auch wirklich versuche zu pflegen. Sie hat das einfach verstanden und ihr gefällt es ja auch. Und deswegen hat sie es auch immer mit mir gemacht. Und so einen Menschen musst du erstmal finden, dass du erstmal sagst, okay,
der kapiert mich, ohne dass ich was sagen muss, ohne dass ich meine Stimme erheben muss, ohne dass ich jetzt mit ihr eine Debatte führen muss. Das ist ja auch nicht einfach, das findet man ja auch nicht an jeder Ecke so. Und sie war nicht einfach nur meine Frau, sondern sie ist meine beste Freundin gewesen. Sie ist nicht einfach nur eine Person, sondern sie ist die Person, die das mit mir durchgezogen hat. Und dafür bin ich ihr auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Kriegen wir aber schon hin. Ich bin so froh, ey. Ich auch. Die Zeit war so nervig. Du warst nervig. Hast du dich eigentlich von mir geekelt? Nee. Als meine Haut so verbrannt war? Also geekelt nicht, ja. Aber du hast mich voll abgefuckt irgendwie. Baby, mich hat die ganze Welt abgefuckt. Ich wollte sterben, Alter. Ja, aber... Ich wollte mir mein Leben nehmen. So, und du redest auch schon abgefuckt. Ja, ich weiß, aber und nachdem, guck mal, weißt du, das war voll nervig, ich hab dich verstanden. Und dann nervst du da die ganze Zeit. Ich versuche mich die ganze Zeit um dich zu kümmern, damit weißt, was dir mich am meisten einigermaßen gut geht und du. Baby, weißt du, was mich am meisten aufgeregt hat? Ja. Was denn? Weil ich kann nicht warten, ich muss dir das sagen. Du hast so viele Sachen gekauft. Du hast Öl, Cremes, Flüssigkeiten für meine Haut, alles gekauft. Salzwasser, alles. Salzwasser. Das war ja dieses Salz und Meersalz. Und dann. Ich habe einfach gemerkt, das bringt einfach nichts, weißt du? Du hast so viel gemacht und es wurde ja noch schlimmer, es kam ja immer mehr. Ja, ich weiß. Aber überleg mal, ne? Einfach wegen Fasten ist die Haut einfach besser geworden. Einfach wegen Fasten. Einfach wegen Fasten. Du wolltest erstmal nicht fasten, du wolltest dann diese hässlichen Tabletten nehmen, ne? Mhm. Weißt du, wo ich immer mich übergeben musste wegen der Scheiße? Ja, war schon scheiße, ja. Bist du so schön. Und du bist eine Tat. Ich bin noch nicht mal. Ist egal, ob du geschminkt bist. Habibi, ich küsse dich. Du bist so schön, wie du bist. Habibi. Mir ist doch egal, ja. Mashallah. Oh, geil. Oh. Du hast einen komplett behinderten Mann. Baby, ich bin zurück. Jetzt können wir wieder boxen. Jetzt können wir das wieder nicht aufs Maul hauen. Ich finde das so gut, weißt du, weil so viele Mädchen sind Puppen, weißt du. Die würden sich niemals trauen, hier auf der Fläche sich mit mir zu boxen. Bin ich auch, aber am Abend, dann gehen wir so was trinken gehen. Dann bist du eine Puppe. Ja. Na, das war, Das stimmt. Es passt zu, ja wirklich. Ja, es passt zu dir, wenn du so Boxen tust und so sportlich drauf bist, aber es passt auch zu dir, wenn du so ladylike aussiehst. Ja? Meine Frau ist facettenreich. Ja, dann brauchst du nicht eine andere Frau, dann hast du 1000 verschiedene Niner. Oh. Oh. Geil. Ne? Ich schmelze ja vor mich hin. Das solltest du auch machen. Oh, Bibi. Was wollen wir heute machen? Was ist der Plan für heute? Also ich habe erstmal Durst, ja? Ja. Ich gehe nach Pitischka. Ja. Aber mehr Hunger. Ja. China-Falle. Aber wir gehen jetzt das nicht kaufen, sondern wir gehen nur diese China-Nudeln kaufen. Und ich koche. Und ich schnipple. Und ich koche. Ja, genau, du kochst. Krass, ja. Und wir gucken, lass uns mal Rocky? Gucken. Rocky. Creed. Nein, lass Rocky gucken. Lass von Rocky. 1 bis... Lass Rocky gucken. Die ganzen Teile. Lass gucken. Lass auf jeden Fall richtig heute mal chillen, ja. Die Kinder sind sowieso bei Oma und Opa, oder? Ja. Ich dachte, willst du mir gerade damit eine reinhauen? Nein, dann habe ich dich ja nicht mehr. Oh Mann, du bist so süß. Ich bin so dankbar, dass ich dich habe. Ja, das solltest du auch, ey. Ja, bin ich auch. Ich bin dankbar, dass du da bist. Hör auf damit, Mann. Ich schwöre, mein Herz rutscht gerade in den Keller da unten. Ja, sonst ich muss mir Spaß machen, weil du hast mich die ganzen anderen Monate, Jahre voll... Baby, Walla, es war nichts gegen dich. Ich weiß. Walla, Billa, das war nichts gegen dich. Es war einfach die Krankheit, die hat mich auseinandergenommen. Egal, jetzt nehme ich dir auseinander. Man weiß nie, ob es morgen schon zu spät ist. Man weiß nie, ob wir überhaupt die nächsten 5 Minuten überleben werden. Ich habe einfach die Dinge immer mit ihr angestrebt zu tun, die ich einfach gefühlt habe. Ich habe auch natürlich sehr viele Dinge in meiner Vergangenheit durch Unreife und durch meine mangelnde Lebenserfahrung natürlich auch gemacht, die nicht so mein Ding waren, die ich nicht gefühlt habe im Herzen. So. Aber ich wollte einfach gewisse Sachen mit ihr machen, auch wenn es einfache Dinge waren, auch wenn es Familiegründen war. Das waren einfach so Sachen, die haben mir einfach so gefehlt bei ganz vielen Menschen. Das ist aber eine Sache, die ich auf jeden Fall haben wollte in meinem Leben. Ich wollte einfach mal sagen, wenn ich diese Welt verlasse, durch Krankheit, durch
Unfall oder sonst was. Ich möchte etwas hinterlassen haben. Ich wollte auf jeden Fall auch Familie gründen, ganz einfach aus dem Grund, dass man etwas hinterlassen möchte. Also so denke ich zumindest, dass man sagt, okay, wenn ich eines Tages sterbe, bleiben Bilder, bleiben Videos, bleibt die Kunst auf jeden Fall erhalten und die Kinder können sagen, ey, schau mal, wir haben so einen Vater gehabt. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen poetisch oder so, aber so sind manchmal meine Gedankengänge. Ich denke einfach, dass man auch etwas hinterlassen sollte, was eventuell zu einem positiven Effekt führen kann. Kann ja sein, man weiß es ja nicht. Und solche Sachen sind eben ganz interessant und man sollte die Zeit definitiv genießen zusammen. Definitiv. Man sollte das nicht unterschätzen. Unterschätzt eure Zeit nicht. Oh Mann, aber schön, ne? Schön. Ja? Bounce? Im Schei. Boom. Komm, ich spring auf den Rücken. Egal. Das ist für euch. Yeah.